Hohohoho! Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Bömmel so rumhalten soll oder so rum. Ja, es ist Weihnachten, Leute. Und der Stoff und seine Sarah haben mir ein Paket geschickt. Und das ist jetzt mein Weihnachtsgeschenk. Wie ihr schon seht, hier ist Mickey Maus drauf. Und es ist ein Paket, was aus dem Disney Store kommt. Und ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Ich weiß auf jeden Fall, ihr habt viel zu viel Geld ausgegeben. Ich werde dieses Paket aber jetzt öffnen. Die beiden haben ja schon ihr Paket, was ich denen geschickt habe, geschickt. Das werde ich euch verlinken, falls euch das irgendwie interessiert. Aber ich mache jetzt dieses Paket auf. Dafür habe ich meine Hyper-Hyper-Schere ausgepackt. Ja. So, ich passe aber jetzt auf, dass hier nichts gemacht wird. Und das geht ja jetzt hier an der einen Seite schon auf. Es ist so riesig. Es ist ein riesiges Paket. Ihr seid irre. So. Ja, die beiden hatten ein bisschen mehr zum Auspacken. Aber dafür hab ich jetzt hier ein Riesenpaket zum Auspacken. So. Da ein bisschen geöffnet. Und da ein bisschen geöffnet. So, jetzt nicht ins Paket schneiden. Also, ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich werde mich jetzt überraschen lassen. So, erstmal. Von dem kleinen Mitbewohner von Sarah und Stoff. Ein wunderschön gezeichneter Darth Maul. Wunderschön. Und da ist sogar noch ein Brief dabei. Und den werde ich jetzt lesen. So. So. Da, sogar handgezeichnet, da der Beweis. So, hoho, Huli. Es ist wieder soweit. Schmodder, Dreckswetter und den ganzen Tag dunkel. Darum dachten wir uns, dir auch in diesem Jahr ein helles Strahlen in deine bildschirmgeplagten Nerdaugen zu zaubern. Weil du, was? Weil der dicke alte Mann, in Klammern mit dem großen Sack, es nicht gebacken bekommt, ordentlich Geschenke zu verteilen, haben wir das in die Hand genommen. Wir hoffen, du hast viel Spaß beim Auspacken der netten Kleinigkeiten, die dich zusammen mit diesem Brief erreicht haben. Das Bild hat unser Mitbewohner gemalt. Ich hab's mir schon gedacht. Wir wünschen dir ruhige oder wilde Weihnachtstage, was dir besser gefällt. Sarah und Stoff. Ja, ich muss nochmal dieses Bild in die Kamera halten. Ja, der kleine Mitbewohner hat hier wirklich einen Darth Maul gezeichnet und ich finde das richtig cool. So, aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was drin ist. Hier ist Verpackungsmaterial drin. So, das kann man auch wunderbar jetzt zur kalten Jahreszeit als Schal tragen. Ist prima. So, ja, oder falls ihr irgendwie was ausfüllen müsst, habt ihr natürlich auch hier Verpackungsmaterial. Kann man auch prima als Gelande irgendwo aufhängen. Nein, Spaß. Kommen wir zu dem Inhalt. Oh, was ist denn das? Ein... Ach so, wie cool ist das denn? Ein R2-D2-Nussknacker. Nutcracker. Ja, es ist ein Nussknacker. Ja, ich packe den mal vorsichtig aus. Das, also so viel Zeit muss sein. Und ja, ich habe gerade keine Hose an. Ich hoffe, das sieht man nicht. So, so vorsichtig auch. Also den muss ich jetzt mal kurz auspacken. Ah, so. Oh, da kommt er mir schon komplett entgegen. Der ist sogar komplett aus Holz. Also so ein richtiger Nussknacker. So, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber der ist komplett aus Holz. Wow, und das ist sogar hier so ein kleines Metallschild. Ja, so. So, da kommt dann die Nuss rein und dann kann man die knacken. Ich habe jetzt keine Nuss da. Ich war ja mich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ey, er wird nicht zum Einsatz kommen, aber er wird sich wunderbar auf meiner Star Wars Vitrine machen. Wobei, es ist eher mein Star Wars Regal. Ob hier nochmal eine Vitrine hinkommt, das weiß ich nicht. Der ist toll. Der ist richtig toll. Aber pack mal den erstmal vorsichtig beiseite. Ich halte den aber nochmal in die Kamera. Boah. Der ist richtig cool.
Also ich weiß ja, es gibt alles von Star Wars. Aber ich hätte nie gedacht, dass es einen R2D2 Nussknacker gibt. So, kommen wir zu den weiteren Sachen. Das ist ein X-Wing aus Plüsch. Oh, wie kriege ich den jetzt auf? So, Moment. Damit ich den auch euch zeigen kann. Ey, ihr seid doch des Wahnsinns. So. Es ist ein Plüsch X-Wing. Wobei, naja, das ist nicht dieser. Das ist von. Ach, verdammt. Das war jetzt dieser spezielle X-Wing. War das der aus Rebels? Also, ich erinnere mich so ganz dunkel. Aber hier ist das Ding von Episode 7 dran. Aber sehr, sehr cool. Also, der macht sich, wird sich mit Sicherheit hier irgendwo machen. Okay, aufhängen kann ich den jetzt so nicht, aber der kommt jetzt erstmal dahin. So, ich halte den nochmal in die Kamera. Sehr, sehr geil. Vielen lieben Dank. Ja, dann. Oh, da fällt er schon von der Couch. Den hebe ich gleich auf. Ja, dann hier so ein. So ein. Was ist das? Ja, so ein Handventilator. Kann das Ding noch mehr? Fruit and. Achso, da sind so Süßigkeiten drin. Ne, sind da Süßigkeiten? Oder riecht das Ding einfach nur nach Apfel? Auf jeden Fall ist es so ein kleiner Spider-Man mit Mini-Ventilator. Ja, ich muss dieses Ding mal näher inspizieren. Also aufmachen möchte ich es jetzt nicht. Aber auf jeden Fall sehr cool. Da wusstet ihr auf jeden Fall, dass das für mich zugeschnitten ist. Ja, ansonsten haben wir hier noch, was ist denn das? Ein Fun and Fruity Action Roller mit einem Captain America drauf. Mache ich den jetzt auf? Ja, komm, ich mache den mal eben auf, damit wir wissen, was da drin ist. So. So, Fun and Fruity. Ah, okay, also da ist dann ein, das ist dann wie so ein Überraschungsei. Da haben wir dann. Ich weiß nicht, welchen Charakter das darstellen soll. Soll das Black Widow sein? Aber warum hat die so Lichtschwertgedöns? Ich weiß es nicht. Und dann sind da hier so kleine Bonbons drin. Mit Sicherheit irgendwie so. So, Gummibären mit irgendwas Geschmack. Ja, es sind, also es gibt davon irgendwie mehrere und das ist jetzt hier tatsächlich Black Widow auf diesem Flummi drauf. Sehr cool. So, packen wir das mal wieder beiseite. So, aber da ist noch mehr drin. So, ah, eben habe ich gesagt, ich habe keine Nüsse. Jetzt habe ich Haselnüsse, damit ich auch den Nussknacker verwenden kann. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht. So, ansonsten. Sandmännchen, Herzbonbons. Ey, ohne Witz. So kriegt man jetzt hier bei uns in NRW jetzt nicht so an jeder Ecke, weil der Sandmann, der ist ja jetzt hier, also man kennt den Sandmann, aber das ist ja eher so etwas, was im Osten eher populärer ist als hier, obwohl den Sandmann, den kennt man. Aber ich sehe gerade, die Dinger wurden hier in NRW gefertigt. Ja, aber MDR und RBB, Lizenz durch Telepol. Ja, da sind dann so Herzbonbons drin. Yummy, yummy, yummy. Aber es ist eigentlich viel zu schön, um auszupacken mit dem Sandmann drauf. Aber das ist nicht alles, was hier drin ist. Da haben sie mir dann noch hier Schokolade mit DC-Superhelden drauf gegeben. Das ist so, ja, diese nicht ganz Kinderschokolade, weil die sind milchiger hier. Aber hier ist noch was drin. Die haben mir einen Comic überlassen. In einem schönen Hardcover von. Das ist sogar von Grant Morrison. Klaus, die wahre Geschichte von Santa Claus. Ich habe das Ding noch nie gehört. Also, es ist irgendwie so ein Independent-Ding von Boom.
So, klirrende Kälte herrscht, Wölfe ziehen umher und nicht nur bei Nacht liegt ein finsterer Schatten über der winterlichen Welt, bis eine laute Stimme ertönt und das Feuer in den Herzen der Menschen neu entfacht. Ho, 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 Star-Autor Grant Morrison wendet sich seiner neuesten Saga Klaus mit einem Helden zu, den jeder kennt. So. Ja, das ist ein schönes, fettes Hardcover. Ich mache das nur mal ganz kurz auf, so, damit ihr mal da so einen kleinen Blick in die Zeit. Also, ich habe davon noch nie gehört. Also, Grant Morrison ist mir natürlich ein Begriff, aber das ist jetzt hier so eine Independent-Fantasy-Sache. Da habe ich noch nie was von gehört. So, mein Akku geht gleich leer, deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. So, so, geh auf. So, Etzela. So, wir wollen doch wenigstens nur mal einen kleinen Blick erhaschen. So, also es ist irre. Also, fettes Hardcover neu eingepackt. So, ja. Also, es ist auf jeden Fall ein interessanter Stil. Und da werde ich mit Sicherheit viel zu lesen haben. Ich sage vielen Dank für eure Geschenke. Und ich hoffe, ihr werdet auch. Ja, mehr kriege ich gerade nicht in die Hand. Ihr werdet auch ein bisschen Freude und Spaß die nächsten Tage haben. Ansonsten sage ich danke an alle, die sich das jetzt hier angeschaut haben. Und bis zum nächsten Mal, euer Hulinert. Ciao.